Hey meine lieben Freunde, und da geht's schon weiter mit Battlefield 4. Singleplayer, hier mein Let's Play auf meinem Kanal. Klang total scheiße, egal. Wir sollen hier jetzt Irish finden, weil wir hatten ja hier, genau da, geschlafen und er war wohl kurz da und wollte uns reden, wollte uns aber nicht aufwecken. Und unser Kamerad hier hat gesagt, dass, ja, wir jetzt Irish suchen sollen. Und das machen wir jetzt. Wir sind jetzt hier auf der Valkyrie, sprich das Schiff. Bitte sag mir nicht, dass wir Navigation, Sonar und den Kühlungsscheiß auch noch reparieren. Das ist die lange Liste. Aber die Motoren laufen wenigstens noch. Diesel sei Dank. Hat wieder ein komisches Geräusch gemacht. Zum Glück liefen die Motoren, als uns das EMP traf. Sprich, hier muss irgendwo wieder ein Docktake sein. Hat den Schlüssel verloren. Ich geh nochmal zurück und das Geräusch nochmal. Nein. Da. Zack. Es geht ab, Jungs. Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Sieht schon geil aus, ne? Wir wissen nicht, ob sie Chinesen waren. Willst du wetten? 100 Mäuse, dass sie es waren. Wenn wir uns mit der Titan treffen, sind wir sie sicher. Hey, Station 6! Seht ihr was? Negativ, wir sehen nichts. Aber ganz in der Nähe muss Land sein. Meinst du wegen der Möwen? Wir können immer noch auf die altmodische Weise navigieren. Herr Garrison. Jeder, der Mandarin spricht, meldet sich umgehend beim Befehlshabenden. Okay, das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht still. Ihr müsst die Zuleitung überprüfen und die Abflüsse. Verstanden? Weil so ein Boot ist schon riesig, als nächstes, ne? Müssen wir die Klimaanlage und die Filter wieder verlaufen. Was geht bei dir? Wrecker, leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Das ist aber nicht nett. Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergereicht. Dann hast du es nicht mehr an der Backe. Sind ja schließlich auch Zivilisten, ne? Zivilisten sind eigentlich nicht der Feind. Gut, Mann. Bitte auf der Krankenstation. Die Krankenstation ist da hinten. Hier ist Peck. Ihr Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lass sie durch, Leute. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos. Gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Komme ich denn da hin? Das Ganze ist doch total nicht. Achso, wenn Admiral du machst Chang ja auf Tür Krieg aus ist, kann er uns angreifen. Dankeschön. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Wenn wir auf der Titan sind, wissen wir es mit Sicherheit.
an alle. Die Schadenskontrollzentrale bittet darum, alle persönlichen funktionierenden elektrischen Geräte in der Zentrale anzugeben. Irish ist voll in Ordnung. Bringt uns immer in solche Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Das ist schlecht für den Zusammenhalt. Auf der anderen Seite darf man das Gewiss nicht komplett ausblenden, oder? Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung, nicht Irish's. Hey, Irish! Back! Hey, was geht, Kleiner? Hier für dich. Ist das mal ein Riesenapfel oder was? So, was geht ab? 396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey, komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando, dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Das sind wir. Selbst unter idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Es war das Richtige. Und deine Argumentation musst du doch fallen, Irish. Garrison ist übrigens, denk mal, der Kommandant. Admiral. Und jetzt ist hier Alarm. Hey Leute, was ist los? Die Titan wurde entdeckt. Platz da, Leute. Macht Platz. Seht euch das an. Da. Nicht zu fassen. Das ist nicht gut, Mac. Die Titan. Tombstone! Wo zum Geier ist Tombstone? Hier. Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir. Komm, Wrecker. Ja, die Titan halt, auf deren Hilfe wir gehofft haben, aber anscheinend brauchen die unsere Hilfe. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommen. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Okay. So, dann wollen wir mal gucken hier, was wir Schönes mitnehmen. Nehmen auf jeden Fall die wieder mit. Und diesmal ein Präzisionsgewehr. Ein Atemgerät. Ich habe ein Rip klar gemacht. Los! Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Beeilung, Marines. Die Zeit ist gegen uns. Sergeant Wrecker, an Steuer. Alles klar. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, Agent. Die Menschen auf dem Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Boah, nehmen wir mal Stoff hier. Wir werden beinahe gelandet.
Schiff untergeht. Lange genug. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Lady Timmery? Ich genieße die Fahrt, wie ich es tun soll. Und? Kann niemand sehen? Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Mein Gott. Sie läuft voller Wasser. Ich glaub's nicht. Glaub es euch, kleiner Bruder. Irgendjemand hat sie erledigt. Komm, Sir. Wo müssen wir hin? Kommt hier rein. Padre, wo ist sie? Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so. Da, ein Loch im BGB. Ich hab solche Schäden schon mal gesehen. Chinesische Schiffsabwehrrakete. Fahr durch, Wrecker. Okay. Meint doch dieses Loch hier, oder? Ein bisschen mehr Stoff reinfahren. Pass auf. In Zeiten wurde ich vom EMP in Shanghai getroffen. Sie hat mehrere Stunden lang Berichte gesammelt. Die wir nicht kennen. Warum sind wir hier? Lass uns beeilen. Los, weiter! Bewegung! Da bin ich mal gespannt, was hier mit diesem, mit dieser Zeit passiert ist. Oh, Scheiße! Kovic, haben wir einen Fluchtplan, denn das Ding kippt? Irgendwann wird sie runterrutschen. Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wo ist sie? Da lang, geh voraus. Das könnt ihr aus einem VDR schon rausholen. Ihr zeichnet alles auf. Schiffsroute, Transponder und Radarlogbücher. Eingehende und ausgehende Kommunikation. Alle Instruktionen, die das Zentralkommando geschickt hat, nachdem die Valkyrie getroffen wurde, sind da drauf. Und da ist die Luke. Wrecker hat sie. G46. Ja, warte, ich helf dir. Aufmachen. Da sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los. Los geht's. Du hast das Arschloch gehört. Spring rein. Reichte die Schadenskontrollzentrale. Ah. SOS. Das Klopfen hören? Ja, bestimmt. Das habt ihr gehört. Geräusch für einen Doc-Take wieder. Ah, ich sehe es schon. Da oben ist es. Ah.
Wart mal. Überlebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Kann losgehen. Auf den Laden her. Sind ganz nah. Geräusche sind direkt vor uns. Verdammt, wo zum Teufel stecken die? Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sergeant? Von uns hängen mehrere 10.000 Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Wir denken da anders. Denk, was du willst. Bewegung, verdammt. Das ist nicht mechanisch. Das sind Menschen. Er ist ein mieses Arschloch. Wenn hier noch Leute sind, können wir sie nicht im Stich lassen. Das wäre nicht richtig. Ich weiß, Irish, ich weiß. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße, ich glaube, das Wasser steigt. Finde einen Weg da durch. Wir müssen die töten. Sie sind auf der anderen Seite der Tür. Nein, da, schnell! Hallo, hier! Hier unten! Das Wasser steigt! Hilft uns doch hoch! Das ist der einzige Weg raus hier! Keine Angst, wir holen euch da raus! Zur Seite, Marie! Scheiße, ist zugeschweißt. Schieß es auf! Die sind bereits tot. Gehen wir. Dein Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist dein Befehl. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich! Halte durch, Leute! Mann, hör mich! Hör damit! Scheiße, Irish, bleib cool! Es tut mir leid. Bleib cool. Gehen wir los, los! So ein Wichser, das zahle ich ihm ein. Den hole ich mir. Wecker, wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt. Bitte lass uns nicht hier unten sterben. Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schiff geschossen und es dann geentert? Das ist doch sinnlos. Wecker, wir sollten weiter. Ich will hier nicht sterben. Nein, bitte. Sag meiner Mann. Sorry, Jungs. Sag meiner Mann. Aber Irish hat auf jeden Fall irgendein Aggressionsproblem. Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht sie unter. Kundenwecker! Jo. Also los, runter von diesem Rosthaufen. Wurde aber auch Zeit. Zurück zur Valkyrie. Ihre Stimmen. Hallo, Fiona. Voll der Spammender, gell? Auf dein Signal, Rack. Du hier! Ja, Mann. Okay. Wer ist das jetzt hier? Wer zur Hölle ist das jetzt? Ist das. Sind das Chinesen? Sind das Russen? Die kommen ja am schnellsten raus! Einfach geradeaus! Aus dem Weg, ihr Schweine! Sind Chinesen! Schnell! Was machen Chinesen hier auf diesem Schiff? Das ist nicht wahr. Es
Komm zurück, Irish, zum Teufel machen wir jetzt! Irish, halt mal! Scheiße! Action pur, meine Freunde. Ihr habt Kontakt! Feindkontakt! Vorsicht! Ich brauche... Bleib einfach cool! In Position, los! Erstmal ein bisschen Wegsnipern hier. Aber das Boot ist übelst am Rumwackeln. Okay. Ah, da habe ich nicht richtig aufgepasst. Aber es sollte jetzt kein Problem darstellen. Boah, den ersten versemmelt. Alter, treffe ich jetzt hier nichts mehr, oder was? Ich treffe nichts mehr. Was ist das denn für Pisse? Zack. Was jetzt? Sportleder und Geflucht hat ihn am Leben zu halten. Weiter! Noch ein bisschen näher dran. Pass auf Bewegung! Was zum? Was? Geht der nicht hin? Treffe ich die denn nicht? Jetzt. Da hinten muss aber irgendwo noch einer sein. So geil ist sie jetzt nicht, ne? Die ist ja, die trifft ja mal gar nichts. Oder vielleicht bin ich auch das. Wenn man auf so einer Höhe da reinknallt. Boot. Auch ein chinesisches Boot. Jetzt wird's interessant. Attack, attack.
Okay, Bronze haben wir geschafft. Wo bist du denn? Silber haben wir auch. Wir gucken mal. Hier seht ihr nochmal, was man alles hier so. Also Erkennungsmarken haben wir 2 von 3 bis jetzt gefunden und Waffen nur 1 von 3. Wir haben jetzt Silber erreicht und wir brauchen jetzt sozusagen noch 4000 Punkte, um Gold zu erreichen. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen, aber schauen wir einfach mal. Welcher Helden hier? Oh, ja. Oh, wir haben doch noch Gold geschafft. Sehr schön. Der Heli? Wo? Oh. Ja, wie viel schluckt der denn? Mach dich weg!